Hallo liebe Nachtschattengewächse, ich bin's wieder, euer Otti. Heute möchte ich mit euch ein kleines Jubiläum feiern und zwar geht es um ein Jahr Nightshade TV. Dafür habe ich ein paar Kleinigkeiten hier aufgeschrieben. Wundert euch also bitte nicht, wenn ich jetzt mehr ablese, als dass ich wirklich in die Kamera schaue. Im Zusammenhang mit diesem Jubiläum möchte ich später einen kleinen Ausblick auf die Zukunft des Channels gewähren. Aber zunächst gilt es, einmal das bisherige Geschehen zusammenzufassen. Aufmerksame Zuschauer werden sich schon fragen, wie jetzt ein Jahr? Den Channel gibt es doch seit knapp 10 Jahren. Das stimmt und jedes Jubiläum können wir auch bald feiern. Tatsächlich ist aber vor genau einem Jahr, am 26. September 2022, das erste Video der Neuzeit online gegangen. Und zwar ein Video mit Rod Usher von The Other, welches ich ein paar Wochen vorher in der Matrix Bochum aufgezeichnet habe. Dieses Video markiert für mich den Neustart unseres Channels und auch den Beginn dessen, was wir heute Nightshade TV nennen. Wenngleich ich diesen Namen erst später eingeführt habe. Hierfür eine ganz kurze Zusammenfassung der Geschichte unseres YouTube-Channels. Begonnen hat alles im November 2013. Damals hatten wir die Idee, als Ergänzung zu unserem Online-Magazin Nightshade auch Videoinhalte zu produzieren. Wir, das waren in dem Fall meine damalige Kollegin Nadine und ich, mit Unterstützung von Bea und Nils. Innerhalb von 4 Jahren haben wir es auf immerhin knapp über 30 Videos geschafft, darunter Interviews mit Bands wie Saltatio Mortis, Will Erdball und End of Green, aber auch Berichte und andere tolle Filme. Alle paar Wochen bis Monate kam also ein neuer Clip. Im September 2017 war dann aus verschiedenen Gründen Schluss damit und seitdem lag der Channel auf Eis, ohne dass irgendetwas passierte. Bis letztes Jahr. Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, wieder auf YouTube aktiv zu werden, aber verschiedene Dinge haben mich immer davon abgehalten. Manches tatsächlich gute Gründe, manches bestimmt auch Ausreden, wie man sie immer findet, wenn man etwas vor sich her schiebt. Schließlich kamen im Sommer 2022 verschiedene Faktoren zusammen, die mir eigentlich keine andere Wahl ließen, als wieder loszulegen. Diverse gesammelte Erfahrungen, ein inspirierendes Gespräch mit einer Musikerin und Podcasterin namens Caroline Kreuzberger, die deutlich verbesserten technischen Möglichkeiten der Gegenwart, ließ mir eigentlich keine andere Wahl. Und letztlich wusste ich auch, dass ich richtig Spaß an dieser neuen Herausforderung finden würde. Also habe ich einfach losgelegt. Das Prinzip war von vornherein Learning by Doing. Tatkräftige Unterstützung bekam ich von Bea, vor, hinter und neben der Kamera. Wir haben Interviews aufgezeichnet und auch diverse andere Videoformate ausprobiert. Dabei einige Fehler gemacht und vieles gelernt. Recht schnell kam Gisela mit ins Boot, die ja auch schon seit vielen Jahren im Nightshade Magazin mitwirkt. Sie hat große Freude am Verfassen von Videointerviews gefunden und bringt ihre ganz eigenen Ideen und Künstler mit ins Spiel. Und gerade weil das Ganze so gut funktioniert, sind wir jetzt auch dabei, das Nightshade-Team generell auszubauen und unsere Berichterstattung so vielfältiger zu gestalten. In der Zwischenzeit sind wir übrigens jetzt bei ungefähr 270, 280 Videos, ich müsste nachschauen, und haben unsere Abonnentenzahl mehr als verdreifacht. Das alles ist die Folge davon, dass ich vor einem Jahr mal wieder ein Interview hochgeladen habe. Jetzt fragt ihr euch sicher, wohin die Reise gehen soll. Vor einigen Monaten habe ich mir selbst die Challenge gesetzt, dass wir jeden Tag mindestens einen Clip veröffentlichen wollen. Und was soll ich sagen, seit dem 27. März ist das tatsächlich gelungen. Diesen Rhythmus will ich derzeit beibehalten, aber nicht erhöhen. Schon alleine, weil es zeitlich im Moment gar nicht machbar wäre. Und ich käme auch ohne Probleme damit klar, wenn mal ein Tag dazwischen ist, wo es kein neues Video gibt. Auch so gehören wir wohl schon zu den produktiveren Creatoren hier auf YouTube. Vielmehr gilt es jetzt, bei gleichbleibender Quantität die Qualität kontinuierlich zu erhöhen. Wir haben viel gelernt und lernen noch täglich dazu. Es wird in Technik investiert, aber auch die eigenen Fähigkeiten hinterfragt und ausgebaut. Neue Videokonzepte sind in Arbeit oder sollen ausgeweitet werden. So möchten wir zum Beispiel mehr coole Berichte von Events erstellen, aber auch weitere Verlosungen anbieten. Und je mehr Erfahrung wir sammeln, desto komplexere Ideen können wir umsetzen. Entscheidend ist dabei natürlich auch, was bei euch gut ankommt. Wir freuen uns über euer Feedback und gerade dieses einjährige Jubiläum von Nightshade TV bietet natürlich den perfekten Anlass, dass ihr auch mal ein Fazit zieht. Welche Videos gefallen euch besonders? Was können und sollen wir verbessern? Was habt ihr sonst noch an Ideen, um Nightshade TV nach vorne zu bringen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Besonders hilfreich wäre es auch zu wissen, wie findet ihr solche Zwischenberichte wie diesen hier? Soll ich das von Zeit zu Zeit einfach mal einfügen und euch so an der Gestaltung des Kanals teilhaben lassen? Oder langweilt euch das nur und ich kann mir diese Mühe sparen? Und zum Schluss möchte ich einfach mal Danke sagen. Ursprünglich hatte ich eine lange Liste mit Danksagungen angefangen, um dann aber festzustellen, es sind einfach zu viele und ich will so oder so irgendjemanden vergessen. Daher an dieser Stelle einfach mal ein fettes Dankeschön an euch alle, die ihr mich und uns so tatkräftig unterstützt. Sei es durch das Anschauen der Clips, euer Feedback oder auch einfach durch die einfachste Art der Unterstützung, dass ihr diesen Channel abonniert habt. Falls das übrigens noch nicht geschehen ist, jetzt könnt ihr es machen, einfach mal kurz klicken, dann seid ihr dabei. Besonderer Dank gilt zudem natürlich all unseren Partnern, den Labels, den Künstlern, den Firmen, ohne die wir diese schönen und abwechslungsreichen Inhalte nicht gestalten können. Und wer sich jetzt hier meine Ausführungen komplett angeschaut hat, hat mindestens ein Fleißsternchen verdient. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal, euer Otti.